Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen zu First Blood ist leider nicht im Game mit dabei. Und zwar, wir spielen heute Urgot. Ja, Urgot wurde gepatcht, er wurde gereworked, er hat einen Mini-Rework gehalten und ich muss sagen, ich kann das noch überhaupt gar nicht einschätzen, ja. Ich weiß nicht, wie gut Urgot jetzt ist und ich weiß auch nicht, wie das mit der W funktionieren wird. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, okay, hey, probieren wir das einfach mal aus. Ich muss sagen, Urgot ist einer der Champions, die ich am allerwenigsten in ganz League of Legends gespielt habe. Sowohl den alten als auch den neuen. Das bedeutet, ich bin ein absoluter Noob mit den Champions und habe mir natürlich die Rune erstmal angeschaut und habe gesehen, Spellbook. Ja, mit Spellbook kann ich, seitdem die CDR darunter genommen wurde, ist gar nichts mehr mit anfangen. Deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, ne, Conqueror. Klar, Conqueror, ne, Urgot ist ein Fernkampf-Champion, ist nicht ganz so 100% geil, aber, ne, ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Wird bestimmt lustig werden. Ne, das heißt, wir müssen ja auch ein bisschen AD bauen, das ist ja sowieso die Idee. Und wir werden heute einfach mal gegen diesen Klett hier testen, was geht. Ich habe auch extra Igant mitgenommen. Die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, werden wir die W maxen? Denn die W, für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, also ich bin ja ein CS-Gott hier, man kann die W permanent anlassen, ja? Das ist quasi ein Toggle-Spell auf Stufe 5, also erst ab Stufe 5. Ne, ihr könnt die ganze Zeit, wir können auch quasi, ja, ich weiß nicht, skillen wir jetzt die E. Wir gucken gleich mit Level 4, was wir maxen, ja? Dann können wir mal sehen, was wir woraus kriegen. Ich denke, E oder Q, bin mir dann noch etwas unsicher. Ich würde ihn gerne battlen, aber wenn ich jetzt die E skille, ist das, glaube ich, nicht so geil, oder? Und ohne E komme ich nicht an ihn ran. So, wir haben Graves auf jeden Fall im Jungle. Das heißt, wir warden auch einfach schon mal hier hinten. Dann sehen wir, falls er der irgendwo den Taunty macht. Na, vielleicht komme ich da noch hin. Ja, Alter, ich glaube, ich habe alle CS, oder? Ich bin eine absolute... Forget it. Forget it. Okay, jetzt haben wir alles. Jetzt geht's los. Jetzt, ja, okay, gleich geht's los. Gleich, ne? Wir können auch hier das Conqueror nimmt so ein bisschen stacken immer, ne? Das ist okay. Jetzt pushen wir hier noch. Ja, okay, das war's. Naja, also mit Unsealed Spellbook, ich weiß nicht, habt ihr Champions, mit denen ihr Unsealed Spellbook spielt? Vielleicht auch, na, vielleicht gibt es ja von euch welche, die so einen kleinen Tick haben, die zum Beispiel sowas nur als Beispiel mal auf Talon spielen. Jetzt haben wir ein kleines Problem, aber nur ein kleines, glaube ich, weil, eigentlich hätte ich den da töten können, ganz ehrlich. Ja, habe ich sogar. Und ich lebe noch, tatsächlich. Jetzt muss ich nur was Insanes machen, und zwar so, hab! Hier noch eine Q. Oh mein Gott, ich bin der X-Legend. Oh. Ja, okay, schade, aber es war echt. Also, ne? Also, das war schon nicht schlecht, du. So, Items. Also, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Wichtig ist, man muss jetzt mehr AD bauen auf Urgot, glaube ich. Ja, wir kommen, wir machen das hier für die ganzen Hater. Zack, ne? Man muss, glaube ich, mehr AD bauen, weil er jetzt Bonus-AD-Scalings hat. Hier gerade das Schild, ne? Plus 31. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich habe mir überlegt, Black Cleaver GA wäre eine gute Option. Die Frage ist natürlich auch im Late-Game. Wenn du permanent die W anhaben kannst, dann bist du ja ein Champion, der 24-7... Also wäre es besser, wenn du eher tankiger bist und die ganze Zeit da rumstehst und ballerst, als wenn du super squishy bist und sofort stirbst, ne? Aber gut. Also, was kriegen wir? Die W ist, glaube ich, useless. Hier weniger Cooldown, bisschen mehr Damage per Shot, das war's schon. Ne? Leider ist unsere Wave ein bisschen gefickt. E kriegen wir Damage, Shield und Mana-Kosten, aber keine Cooldown-Duction. Das ist schlecht. Das ist, jetzt müssen wir erstmal CSen. Ja, erstmal ein bisschen CSen und dann gucken wir. Bei der Q kriegen wir sehr viel Damage. Sehr, sehr viel Damage. Deswegen, oh Bruder, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Mann, das ist doch scheiße. Ja, ich habe ein Pinkboard, aber man kann ja keiner davon ausgehen, dass ich direkt gegankt werde. Darauf erstmal ein T. Ah. Also bei der Q habe ich gesehen, kriegen wir richtig giga viel Damage dazu. Ja, ich meine, es ist nicht schlimm, wenn du halt viele Ganks brauchst, weil du ein schlechter Spieler bist, dann ist das okay. Ne, dafür flamen wir den Klett auch nicht. Ist ja absolut worth. Wenn ich gegen mich spielen würde, würde ich auch sagen, hey, gank meine Lane, ich komme nicht auf diese Lane klar. Was ist da los? Lohnt sich das hier? Ja. Also ich denke, der Q-Max könnte wirklich worth sein, weil, ja, beim E, also klar, der Schild wird ein bisschen stärker, aber der Schild skaliert ja auch so mit der Zeit, ne, ist nicht so schlecht. Hier kriegen wir jetzt ein bisschen Farm, das ist ganz cool, zack, zack, muss ein bisschen aufpassen, dass wir mit der, ach so, die Knie kann ich gar nicht bewegen, stimmt, scheiße, ne? Scheiße, okay. CS-mäßig 33-26, ist noch alles im Rahmen, ich bin ein guter Spieler, deswegen habe ich überhaupt gar nichts eingekauft, kann sein, oder hatte ich kein Geld. So, wir können jetzt nochmal schauen, also.
Hier kriegen wir, ach, der Slow wird noch stärker. Wir kriegen plus 45 Damage und weniger Cooldown. Ist aber vermutlich natürlich, die E wäre besser. Zumindest, wenn man sie öfter hat. Aber der Cooldown geht ja nicht runter. Ich denke wirklich der Q. Q, E, W, Max. Problem hierbei ist aber, Leute, wir machen das anders. Ich glaube, man sollte wirklich die Q maxen. Wir packen jetzt aber trotzdem einen Punkt in die W rein. Weil das ist ja, was wir testen wollen. Wir wollen sehen, wie das ist, ne? Und deswegen geht's jetzt auch wieder los. Deswegen böllern wir nämlich um diesen Boy hier herum. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Und weil wir das ja testen wollen, wie das so ist, packen wir da Punkte rein. Das ist doch an sich ein gar nicht so schlechter Plan, oder? Habe ich schon alle Pots weg? Nee. Kommt ja gleich wieder ein Gank wahrscheinlich. Ha! Oh, shit. Aber, ja, wir machen mal hier so ein Ward rein. Ja, okay, er kriegt jetzt sein Pet wieder und ich bin tot im Prinzip. Ja, okay. Klett ist auch echt ein richtiger Spassi-Champ, kann man sagen, ne? Aber ich habe das natürlich auch ein bisschen missplayed da. Und er hat auch schon Tiamat, ne? Er hat natürlich Items technisch. Ich glaube, ich brauche Ninja-Tabis. Wäre echt eine richtig kluge Idee, wenn ich Ninja-Tabis kaufen würde. Brauche aber erstmal das hier. Ne? Wir können ja mal Vi fragen. Vi, please give me a gank top. Na, das wäre richtig sweet. Ja, also der eine Gank hat mich doch echt schon ganz... Ich meine, ich hatte gerade einen HP-Stein und ein Schwert. Das war echt sehr, sehr wenig. Und dann habe ich ihn getradet, kurz bevor er seine Form wieder bekommen hat. Aber wir machen das schon, Leute. Ich bin da sehr motiviert. Ja, wir springen nochmal, zack. Na, er ist auch immer noch da. Er ist aber mittlerweile Level 7. Wobei wir jetzt auch gleich Level... Rein theoretisch könnte ich ihn ulten, oder? Wo ist er drin? Stirbt er davon? Zieh ihn rein! Das muss doch reichen! Ah, das reicht echt nicht! Oh mein Gott, damn Lord. Das wäre echt mein Comeback gewesen, Leute. Oh, man. Aber er hat noch nicht wieder Teleport, oder? Das heißt, wir pushen jetzt hier nochmal ordentlich rein. Oh my damn Lord. Ich dachte echt, das reicht. Schade, Marmelade. Hätte ich mal hier ein Schwert gekauft, statt die Klosse-Armor. GG. So, vielleicht ein Plate wäre geil. Ein Plate und dann nochmal vielleicht shoppen oder so. Weil ich glaube, das mit dem Plate, da habe ich jetzt nicht so viel Damage irgendwie. Haben wir hier die Minions? Okay, ich komme nicht weg. Ja. Also das mit dem Plate lassen wir, aber wenn ich jetzt noch die Minions hier nehme... Also am besten wären halt Ninja-Tabs, ne? Ninja-Tabs wären richtig geil. Zack. Ich meine, ich kann mir nichts kaufen, wenn ich jetzt shoppen gehe, aber ich habe halt auch einfach kein Mana. Ich muss quasi shoppen gehen. Ein Gang-Top-Lane wäre richtig geil. Wir gehen trotzdem jetzt shoppen, so oder so. Okay, Vi kommt, aber boah, ich habe nicht viel Mana. Das muss dann echt, das muss klappen, Leute. Ich kann ja hier einen Ward stellen. Als Vorbereitung. Zack. Na. Schon mal nicht schlecht. Jetzt muss noch Vi kommen. Wir haben halt... Ich meine, einmal die Full-Kombo ohne Ult haben wir. Ja. Das geht schon. Das geht schon. Zack. Ja, sie muss nur irgendwann kommen. So, jetzt packen wir noch einen Punkt. Wir packen... Geht der Mana runter? Hoch? Runter, runter, hoch? Ja, packen wir noch einen Punkt in die Q rein. Ja, jetzt kommt es hier wirklich drauf an. So, wir ziehen ihn noch ein bisschen mit nach oben. Wenn der dann nämlich jetzt kommt, dann ist hier natürlich die Chance besser. Ja, also ich... Ja, und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt muss er noch weiter zukommen, so dass ich nicht sterbe am besten. Ich habe noch Flash zur Not und er ist geultet. Ich habe leider... Ich habe 10 Sekunden, dann habe ich auch Ult. Okay, das war schlecht, aber 5, 7, 6, 5, 4, da gehe ich mit. Naja, okay, jetzt und jetzt gehe ich wieder hin. Scheiße, der ist da eh nicht mehr, aber egal, hier. Ah, Gott! Oh Gott, das war, ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er noch da ist. Ja, sag mal. Ja, very, no. Ich bin eine Krabbe. Ich krabbel und kann, ich kann eh into Ignite machen. Und into W. Ja, free. Wir sind back, Leute. Boys. Wir sind zurück im Business. Geil. So, jetzt noch ein Punkt in die... Ja, die Q treffe ich eh nicht. Wir skillen einfach alles gleichzeitig. Ja, jetzt kommt noch ein Punkt in die W rein. Black Cleaver. Eigentlich wollte ich ja Ninja Depths, aber wenn man schon den Cleaver direkt hat und er kauft der Armor... Thanks a lot, Sir. You are a man of honor. Ja, man muss auch mal die positiven Spieler. Ich bin ein positiver Spieler. Ja, ich bin ein Mensch, den ihr gerne im Team haben wollt. Denn ich sag auch gerne mal, ja, hey, gute Arbeit. Also jetzt geht's los. Wir haben Black Cleaver richtig direkt. Das ist eigentlich ziemlich gut, denke ich mal.
Wir sollten natürlich ihn nicht unterschätzen, vor allem, weil wir kein Ult haben. Er hat auch geultet, aber seine Ult hat, glaube ich, ja, weiß nicht, wie viel Cooldown er hat. Hier, richtig geile Wave, die wir einsammeln können. Ja, Frage ist natürlich, gehen wir irgendein On-Hit-Damage-Item, jetzt, wo das irgendwie alles gebufft wurde? Gibt es da irgendwas? Also klar, wir haben Black Cleaver, aber, ne, ob es da noch irgendwie... Ah, shit. Ob es da noch irgendwie was Geileres gibt oder nicht? Da. Ich bin... Alter, ich habe ja einen... Ich habe einen Smoker auf dem Rücken. Ist das einfach so ein Grill? Ja, geil. Ich habe einen Grill auf dem Rücken. Ich bin... Oh Gott. 20 Mana kostet die W. Cooldown ist bei 4,2 Sekunden. Das ist schon fein. Also wie gesagt, ich würde es nicht maxen. Machen wir jetzt, um es einfach mal zu sehen, weil es lustig ist. Aber ich würde es nicht maxen. So, jetzt haben wir es auf 2,1 Sekunden. Ich glaube, das reicht schon. Wir haben Double Buffs. Wir müssen engagen. Wir müssen engagen. Okay. Und jetzt können wir wieder ausmachen. Und jetzt können wir wieder anmachen. Rein theoretisch. Ne, wir geben hier nochmal so ein Ding. Zack. Wir müssen natürlich auch für die Blades gehen. Wir können einfach die ganze Zeit die Q auf ihn böllern. Hup! Und Feuer! Zack. Auto-Attack. Played für mich. Merci beaucoup. Auto-Attack für... Oh, mein Red Buff ist leer. Jetzt machen wir wieder so. Und dann geht er direkt wieder raus. Das ist gar nicht so schlecht. Ne, mittlerweile können wir das halt 24/7 aktivieren. Ist not so bad. Ist natürlich jetzt nicht so geil, weil ich ihn eigentlich nicht am Tower haben will. Aber er geht back. Ich glaube, er hat Teleport. Das heißt, Minions? Ja, okay. Wir können vielleicht noch ein Blade nehmen. Ein Dauerblade. Es könnte aber auch sein, dass Grapefruit Graves gleich wieder kommen. Ne? Ich habe zwei Wards, ja, die stelle ich nicht. Ich bin damit, demonstriere ich gegen Elektrogeräte im Haushalt. Okay, Graves ist auch E-Bot, deswegen jetzt zum Beispiel bräuchten wir überhaupt gar nicht Warden, weil Graves gar nicht da ist. Jetzt ist die Frage, gehen wir shoppen oder nicht? Ich glaube, es wäre klug, shoppen zu gehen, weil... Oh lol, okay, er kommt nach oben. Wir machen direkt die W an. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ehrlich gesagt, weil er items technisch ein bisschen on fire ist. Aber meine W ist gleich wieder ready. Zack, so. Das Ding in sein Gesicht. In seinen Nacken. Ja, later, bitch. Hab ich ihn gar nicht reingezogen? Warum nicht? Was ist schon wieder ausgelöst? Wie lange hält denn das? Ich habe überhaupt keine Ahnung von Urgott. 4 Sekunden. Ja, war das schon 4 Sekunden? Ja, okay. Jetzt haben wir wirklich 4 Punkte im W. Na, am Anfang sah es nicht so gut aus, aber da die wir Cooldown Reduction haben, waren unsere Spells echt schnell wieder ready, ne? Und Black Cleaver hat da richtig... Am Anfang, ne? Man muss erstmal stacken und dann... Ich meine, das ist halt super schnell auf 5 Stacks, ne? Oder 6, oder wie viel man haben kann. Ist schon not so bad. Guck mal, wir gönnen jetzt hier... Wir gehen hier richtig durch. Bringt das irgendwas, wenn ich so bin? Ne, dann kann ich nur den nicht mehr angreifen. Rip. Oh, Tower Plate, komm. Komm. Mit mir. Eins können wir noch nehmen. Sehr gut. Da noch einmal durch. Sehr schön. Und raus damit. So, jetzt brauchen wir Schuhe. Grundsätzlich wären Swiften ist natürlich auch cool, damit man sich nicht selber slowt, aber vielleicht hätten wir den sogar nehmen können. Aber ist zu gefährlich. Sind wir ehrlich? Ist zu gefährlich. Oh Mann, das schmerzt mich schon ein bisschen. Den hätte ich gehabt. Wäre auch der Erste. Aber ja, gut. Wir wollen auch nicht sterben. Ninja Depps sind da. Ganz ehrlich, wir kaufen jetzt direkt GA. Oder gibt es irgendwie On-Hit noch? Wir können ja mal kurz bei On-Hit gucken. Aber... Ne, Urgott hat ja fette AD-Scalings und dann willst du ja auch AD kaufen jetzt, ne? On-It. Gibt es irgendwie so eine Kategorie On-It? Glaub nicht, ne? Ja, keine Ahnung. I have no idea. Na, wie sieht's insgesamt aus? Varus 8-3, das ist ganz schlecht. Eigentlich hat Miss Fortune auch 6-5. Wer stirbt denn die ganze Zeit? Alistar. Wir gehen jetzt erstmal für den Top-Land-Tower. Der Tower könnte gleich fallen, deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Wir können jetzt permanent die W anlassen. Können wir jetzt die ganze Zeit hier durchlaufen. Ne? Ich meine, klar, jetzt muss man auch den Nachteil bei der W sehen. Wir können nicht angreifen währenddessen, oder? Kann man während der W auto-attacken? Ich glaube nicht. So, ich muss jetzt Gas geben, weil die das Ding da kaputt machen. Und los geht's. Bap, 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 bap. Ist meine W an? Ne, jetzt. Das rüber. Ich glaube, ich habe meine Dings verkackt. Alter, das ist ja übergigantonisch, aber... Lol. Scheiße. Scheiße. Okay, aber es ist okay. Wenn er abhaut, dann gehe ich halt weiter durch. Na, wir geben ihm ja richtig auf dem Rudi. Das ist schon okay. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir so hart durchpushen. Ich glaube, das Beste, was wir jetzt machen können, ist die Mitte ganken. Guten Tag. Lol, er macht das. Later! Bra, 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 bra. Ich bin eine Maschine. Ich bin Urgott. Ich bin eine Maschine. Fre. Und ich bin eine Maschine. Ja, ich bin eine. Okay.
Alter, das geht sogar auf Türme. Cool, das ist ja richtig. Okay, ich meine, es ist dasselbe, als wenn ich nichts machen würde. Nee, doch. Ja, greif an. Alter Malta, alter Malta. Ist ja gigantonisch. Ich glaube, ich sollte Urgott OTP werden. Ja, welcome. Welcome, welcome, welcome. Very big welcome. So. Wir kaufen. Wie viel brauchen wir denn für GA? Wir könnten noch was anderes. GA schon ready. Geil. Wir warten mal hier und gehen jetzt shoppen. Wie viel CDR haben wir denn eigentlich? Ich habe hier übrigens Tenacity noch mitgeskillt. Ne, für alle, die es interessiert. Ich sag nicht, dass der gelbe Baum cool ist. Und wahrscheinlich ist der scheiße. Ich bin da, Boys. Ich bin da, Boys. Frapp. Okay. Ja, er ist sogar rein. Frapp, 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 frapp. Jetzt gönnen wir uns was vom Tower hier. Wobei, auf dem müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der ist halt Varos. Er ist Grieche. Varos der Grieche. Guck mal, ich bin auch voll nicht langsam mehr, oder? Ist das. Wie viel Speed habe ich? 375 und so. Oh, ich bin jetzt immer im Normalspeed unterwegs. Das ist ja super cool. Oder war das schon immer so? Ich bin eine Maschine. Okay, jetzt bin ich gleich tot, ist das Problem. No! Lauf, Urgott! No, ja! Lauf! Au! Ich könnte noch so einen Penis schießen, einen Tanzapfen, aber. Ja, na okay. Ich könnte jetzt sagen, ich wollte eigentlich Jenna treffen, aber ich habe das schon extra auf sie gemacht, weil ich wollte ja natürlich slowen, damit sie uns nicht killt, ne? Schon logisch. So, wir haben viel Geld. Wir gehen shoppen. Ich meine, das Game hat richtig meh angefangen. Also, nee, erst hat's gut und dann war richtig kacke, ne? Und dann. So. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, ganz ehrlich. Also, eigentlich sollte man Tank gehen, aber Death's Dance is the way to go. Klar, Cooldown Reduction auf der W bringt halt überhaupt gar nichts mehr, weil die eh schon 0 hat. Aber für die anderen Spells und für halt. Dann sind wir tankiger und heilen uns und alles ist heftig. So, wir müssen jetzt aber erstmal zur Toplane hoch. Eigentlich kann ich das jetzt immer anlassen. Es gibt keinen Grund, das nicht anzulassen, oder? Ja, okay, ich kann nicht mehr Auto-Tacken, aber was will man mit Auto-Tacks? Eigentlich gibt es keinen Grund, oder? Sehe ich irgendwie was falsch? Guten Tag. Einmal bitte die Fahrkarten. Der ist leider zu schnell für mich. Ah, okay, werde ich langsamer, wenn ich so schieße. Oder? Ja. Bap, 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 bap. GA ist natürlich schwierig hier im Split Push, weil meistens stirbst du dann, wenn zwei oder drei Leute kommen und dann wird mein GA genau so auch gleich direkt wieder sterben. Aber das wird schon alles gehen. Bleiben Sie bitte hier! Sie haben keinen Fahrschein! Zack. So. Na, jetzt packen wir noch einen Punkt einfach in die E. Wir maxen nämlich alles gleichzeitig so ein bisschen. So, das klett. Aber ich weiß, dass hier gleich Action ist. Wir sind ja kein Dunnkopf, ne? Dunn sind wir nicht. Wir können ja in der Zeit den machen, der nicht da ist. Dann können wir ja in die Mitte. Wir können auch hier quasi wie die Polizei warten. Und wenn einer vorbeikommt, dann blitzen wir ihn direkt. Du wirst... Komm her! Stopp! Bleiben Sie stehen! Sie Unhold! Okay, ich komme nicht ran. Und Graves hat einen Triple Kill gemacht. Das ist auch nicht so geil. Ja, dann mache ich den Tower. So, okay. Jetzt... Oh, scheiße. Ich bin voll dagegen geknallt. Das ist jetzt RIP. Jetzt muss ich Gas geben. Bitte keine... Ich brauche die E hat viel zu viel Cooldown. Ohne E, ohne mich. Das Dodge. Boah, Alter, ich bin ja eine Dodge-Legende. Komm schon. No. Ja, komm. Der ist doch in meinem Lidl. Saug ihn auf. Okay, wir haben geintet. Ja, ich gebe zu, wir haben geintet. Ich gebe zu. Aber die E hat. Also, das merkt man halt wirklich. Die E hat zu viel Cooldown. Ne? Also, das schmerzt schon. Das schmerzt schon. Zu viel Cooldown. Ohne E kommst du halt nicht hinterher, ne? Ja. Ja. Okay. Varus hat 10,5. Graves 8,4. Ich glaube, Graves ist ja relativ free. Eigentlich sind alle im 1-on-1 free für mich. Außer. Also, ja, was heißt 1-on-1? Varus und Jenna zusammen, die machen mich halt richtig kaputt, aber das wäre ja auch nicht 1-on-1, ne? Scheiße, halt, ich habe Nimbus. Oh Gott. Wie habe ich denn das geschafft? Ja, also Nimbus würde ich euch nicht empfehlen, Leute. Nee. Nee. Nimbus is not so nice. Uah. Also ich glaube auch
Urgott Tankiga zu bauen ist auch sinnvoll. Also Black Cleaver ist halt schon Must-Have. Alleine wegen der CDR, ne? Also wegen CDR, wegen der Passive. Du musst Black Cleaver bauen einfach. So, ich bin da, Leute. Jetzt ist mein Moment. Jetzt ist mal, guckt ihr euch die hier mal an. Die nehmen wir jetzt als erstes mit. So, jetzt machen wir so. Kurze Repositionierungsmaßnahmen der Regierung. Zack. Warten, bis wir unsere E haben. Ah, da kommt Grape. Ah, ne, das ist geil. Der sah aus, Map aus wie Grapes, Alter. Ja, komm her. Oh, ja, das meint. Ja, doch, welcome, Alter. Bra, 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 plank. Den auch noch. Plank, 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 plank. Okay, wir müssen. Die E, Leute, die E. Die E. Alter, die E hat zu viel Cooldown. Damals ist sie halt. Warum ich mich beschwere? Damals ist sie halt runtergegangen per Level, ne? Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das bleibt jetzt immer auf dem gleichen Niveau. Immer, always. Und wir haben 30% CDR. Oh, guten Tag, wer bist du denn? Ja, blä, blä, blä. Ich sehe nichts. Ja, okay. Alter, er ist 8-4 gewesen. Ist ein Klacks für mich, weil ich einfach der Zerstörer von Wiesen und Weizen bin. So, wir packen jetzt nochmal einen Punkt. Ja, komm, noch einen in die Queue rein. Hier porten wir weg. Ey, ich glaube, wir haben noch nicht genug. Doch, 250 brauchen wir. Wir fragen mal. Can I red, Sir? Fragen wir. Ich glaube, das wird doch die ganze Zeit. Also, was heißt. Ja, damals war es ja On-Hit. Damals wäre es noch geiler gewesen, aber es wird ja auch. Meine W böllert ja die ganze Zeit das Red drauf, oder? Ich meine, ja. Ne? Sieht schon verrückt aus. Was hat denn der hier für einen Zacken? Der hätte wohl mal zum Arzt gehen sollen. Also, er hat nichts geschrieben. Das heißt, es ist ein stillschweigendes Ja. So, auf geht's. Ich bin. Ja. Ja, okay. Welcome, jetzt bin ich ready. Ich komme. 40% CDR. E hat Cooldown. 8,4 ist immer noch viel, aber na gut. Ich bin unterwegs, Leute. Wir könnten auch. Ich glaube, ich bin voll gut im Baron machen, oder? Alistair, let's duo Baron. Sag ich einfach mal. Ich habe über. Wahrscheinlich ist es richtig bad, aber ich würde es mal machen. Aber Alistair muss kommen. Mr. Cow. Deliver the milk. Ich hoffe, er kommt. Ich würde einfach nur mal sehen, wie das so vom Damage ist. Wahrscheinlich ist es. Ich meine. Ja, ich meine, ich habe halt permanent die W, aber. Wahrscheinlich kommen die Gegner jetzt auch. Und es ist keine gute Idee. Ja, okay, aber er fängt an, dann, Na, ich kann jetzt halt die. Ja, so. Ja, ich glaube, es ist halt. Ja, ich meine, ich mache halt kein Damage. Ja, ich könnte einen Tanzzapfen draufschießen, aber. Mich das getroffen? Bitte block, block! Block! Ich hätte schon Lust. Aber ich glaube, ich inte gerade. Hier ist ein. Ja, okay, ja, ich habe hier. Also ja, wir sind auch in der Unterzahl, weil Miss Fortune einfach, sie spielt die ganze Zeit alleine. Aber das war schon mein Bad, ne? Das nehme ich auf meinen nicht vorhandenen Hut gerade. Also, das war. Ja, hätte meine E getroffen, hätte ich wahrscheinlich sogar noch gekillt, aber ja. Lol, da steht einfach 200 Gold. 200 Gold wegen Bounty oder was? Wegen Minions. Ja, so. Ja. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein Tank-Item, Leute. Was hat uns vor allem gekillt? Ah, Magic, das macht Magic. Ach, das war die. Nee, das war. War es die Passive? Die W ist das, ne? Das war bestimmt der W-Pfeil. Ist der dann? Oder ist es dann Q? Ach, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde sagen. Ich würde sagen, wir kaufen eine Spirit Visage. Denn. Wir können uns ja mit der Stance heilen. Das wäre ziemlich klug. Wir haben Armor, Magier Stance. Und dann haben wir. Ja, das ist. Ich hätte gesagt, ich brauche eher AD, aber er macht ja auch Magic Damage, wie offensichtlich. Ja, ich lass mal Miss Fortune noch einmal. Das war gerade halt einfach unlucky. Wenn sie nochmal das macht, dann muss ich sie zurechtweisen. Aber erst dann. Ich würde da, macht das Damage der Tanzapfen? Wir testen das. Wirklich jetzt? Ich sehe nichts. Ich bin tot. Leute, ich habe ein GA. Helft mir. Okay, ich habe das eingesammelt. Das müsste nicht so lange halten, oder? Ja, okay. Ja,
Wir müssen aufhören zu inten, also ich auch. Also ich inte gerade wirklich. Aber das ist natürlich auch der Punkt, ich bin viel zu weich, ne? Deswegen diesen Itembild würde ich nicht empfehlen. Also, diese beiden, ja. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Death Dance war schon sehr... Das ist so ein One-on-One-Item-Bild oder sowas, ne? Das ist schon für Teamfights nicht die beste Idee. Der ist... Wir müssen halt wirklich den Griechen töten. Das sieht voll komisch aus, weil bei jedem jetzt hier 150, 250... Dragon. Der ist jetzt weg wahrscheinlich. Okay, die hatten jetzt gerade auch noch Baron, muss man noch dazu sagen, ne? Baron hatten sie auch noch. Also... Aber wenn du halt mit der E nicht direkt jemanden grabst, ist halt schwierig. Und unsere Vi, ja, sie ist so ein bisschen tanky, auch nicht so tanky. So, jetzt müssen wir klug sein, Leute. Very klug. Kriege ich dann Tenacity, wenn ich die W anmache, oder nicht? Ich glaube schon. Ah, ne, Slow Resistance kriege ich. Slow Resistance, na gut. Aber nur while firing. Okay, eigentlich sollten wir... Ja, das ist schlecht, glaube ich. Das ist sehr schlecht. Das ist raus, Leute. Raus, 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 raus. Guys, we really need to go as five. Ich würde ja gerne jemanden catchen. Ich meine, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, aber... Feuer! Ha! Later! Schön rausgepickt, die Kirsche von der Torte. Ja, cool. Man könnte mich auch X-Sniper Illusion Taker Soul Hunter nennen. So, zack. Ja, können wir mal als 5 gehen? Also nicht jetzt, weil. Hier war doch gerade jemand, oder? Komm ich da hin, hinterher? Guten Tag, bitte einmal. Dann nehme ich den. Den nimmt er mir eh weg, ich weiß es schon. Ja, okay. Naja, ich will mal nicht so sein. Ich bin ja nur Urgott. So. Ich würde sagen, wir... Den würde ich schon gerne fighten, aber ich weiß, dass es wieder kein One-on-One wird. Weil guckt euch das an, Leute, wie ich den zerböller. Ich zerböller die alle. Ich sehe nur nichts. Böller, 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 böller. Ja! Hä, erst... Bruder, helf mir doch. Er geht einfach weg. Probini hier. Pudini. Na gut. Magieresistenz. Und... CDR. Dann haben wir jetzt noch 40%, ne? Was man jetzt noch kaufen könnte, ja, also wenn ich die Rune gehabt hätte mit den 10% CDR, dann hätte ich noch ein Eisherz kaufen können. Gefrorenes Herz wäre auch cool gewesen. Warum ist eigentlich Mana? Das muss man sich jetzt mal vorstellen, Leute. Ich habe eine Frage an die Existenz. Warum ist Mana ein Tropfen? So wie Wasser, so ein Wassertropfen. Ich meine, eigentlich hätte man bei Lebensregeneration einen Bluttropfen hinmachen müssen. Das macht ja Sinn, man verliert Blut, wenn man stirbt. Und wenn man dann wieder heilt, kriegt man mehr Blut im Körper. Aber Mana, ist Mana denn wirklich flüssig? Ist das bewiesen, dass es flüssig ist? Ich meine, stellt euch mal vor, es gibt Leute, die trinken richtig viele Mana-Tränke. Ja, bei HP-Tränke macht das Sinn, du trinkst Blut. Du stirbst und trinkst einen roten Bluttrank. Dann hast du wieder Leben. Aber Mana macht gar keinen Sinn. Ich bin da, Bruder. Ja, also ich wäre immer noch da. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Wir sind dabei, uns zu verlieren. Und jetzt da rein. Oh, ich habe ihn gar nicht gezogen. Ich dachte, ich ziehe ihn. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Na, Mann. Also Mana-Tränke, wenn jetzt jemand 10 Mana-Tränke trinkt, dann hat der, dann ist der voll mit Mana-Flüssigkeit. Jetzt habe ich ihn. Later, Bitch. Die auch noch, komm. Komm her. Oh, lol, ich mach mich langsam. Ich meine, wo ist denn das Mana im Körper dann? Läuft das so wie das Blut? Flüssig? Die Mana-Flüssigkeit durch die Adern? Macht ja keinen Sinn, oder? Ich helf dir. Ich bin ein Ehrenmann. Ich drop nicht einfach. Also jetzt muss ich droppen, aber jetzt ist auch echt, ja. Also, Fragen. Fragen über Fragen. So, Spirit Visage ist fertig. Ich würde sagen, einfach nur Full Tanky jetzt. Full Tanky ist das... Gibt es... Oder warte mal. Gibt es irgendwas mit On-Hitten, was noch cool sein könnte? Frozen Mallet. Damit slowen wir mit jedem Schuss. Ist ja auch Full Tank hier. Guckt euch das an. HP und AP. Na, 700 AP. Wir haben ja Resistenzen.
Jetzt noch AP und dann haben wir alles. Geil. 3000 AP. Geil. Allerdings ist Baron jetzt gleich wieder weg. Macht es eigentlich mehr Sinn, das zu kaufen? Das hier gibt 380. Das hier gibt 200 plus... Keine Ahnung, 150 oder so nochmal. Gathering Storm haben wir auch. 300 AD. Das ist schon nicht schlecht. Unsere Q macht... ja, es ist okay. Achso, ne, die Q wurde auch gar nicht verändert. Die E wurde verändert. 307er plus 307 Schild. Also wir haben ein Schild von 400. Und dann nochmal 200. Also ungefähr, also ganz grob so... 580 bis 600, das ist schon echt krass. Also hätte das weniger Cooldown, wäre das auch zu stark, glaube ich. Air Drake, den brauche ich. Ich bin nämlich Mr. Crab God. Kommt man mit der überwendig, glaube ich. Testen wir es mal raus. Nö. Ich bin hier. Ja, jetzt hinterher da. Den habe ich nur zum Slowen drauf geschossen. Und ran da. Und ich sehe nichts. Scheiße. Aber ich schieß. Das ist cool, das ist perfekt. Das Coole ist perfekt. Aber ich bin irgendwie, ich müsste schneller. Deswegen brauchen wir Frozen Mallet. Weil ich einfach zu langsam bin. Also so wie halt ein handelsüblicher Urgott, aber schneller wäre schon geil. Ich bin Urgott. Krabbel. Ist er noch hier? Oh, er ist noch hier. Ha! Frä! Bäp, reicht nicht, schade. Na, deswegen Frozen Mallet und dann ist der Dream real. Ich meine, dann hast du einen Permaslauf, die Gegner. Das ist schon nicht schlecht, du. Varus haben wir gekillt. Das ist cool. Ich meine, das slowt ja auch echt krass, ne? Oder? Keine Ahnung. Alter, keine Ahnung. Wo steht das? Steht da gar nicht, oder? Slowt es überhaupt? Doch, das slowt schon, oder? Mann, wenn ich das abkriege, bin ich zu Todes geslowt. Feuer! Later! Der war auf jeden Fall geslowt. Guten Tag, einmal bitte dein Leben. Ja, doch, macht schon ordentlich. Aber ich sehe nie was. Das ist richtig räudig. Ich würde da ja hingehen, aber ich komme da nicht ran. Give me this. Ja. Scheißendreck. Aber ich lebe. Oh, Death Stance killt mich. Nein, Death. Okay, also wir haben leider überhaupt gar kein Geld bekommen. Ich muss jetzt mal mich regenerieren. Mal gucken, wie gut wir uns mit Death Dance heilen können. Na, schön mit dem Schild kombinieren. Okay, hier ist nur einer. Da wird es jetzt nicht so viel sein, aber... Naja. Na, gucken wir mal, wie das hier ist. Aber ich glaube, das zählt doch als AOE. Deswegen wird das irgendwie reduziert oder so. Um 33%. So, wir haben 300 AP. Gucken wir mal, wie das so läuft hier. Ja. Ist nicht all bad. Problem ist... Wir haben kein Mana mehr. Also müssen wir jetzt trotzdem shoppen gehen. Na gut. Oh, den Dragon, da will ich jetzt mal sehen. Einmal Damage gucken. Ich meine, so viel Damage mache ich ja nicht. Ich bin ja auch Full Tank. Also fast. Also halb. Also Off Tank. Bip. Der gibt, glaube ich, Mana. Gib ihm mir. Gib mir Mana. Los. So, dann böllern wir hier noch einmal drumrum. Ich meine, wir machen halt permanent. Ich meine, das ist ja die Idee so ein bisschen, ne? Du machst permanent deine W auf die Gegner. Und die Knie sind auch relativ on fire. So, Frozen kostet immer noch. Scheiße, ist das teuer, Mann. Den würde ich schon noch gerne haben, aber das ist so teuer. Vielleicht können wir eine Wave in der Mitte noch mitnehmen. Eine Wave, die deinen Namen trägt. Hoch am Himmel zählt. Die Kanone wäre wichtig gewesen. Alter, ich habe kein Geld. Ich geh jetzt shoppen. Ich brauche Mana. Ja, okay, Baron ist weg. Das ist unglücklich. War auch überhaupt gar nicht meine Schuld, Kappa. Also nicht nur, ein bisschen. Weil ich halt, ich meine, es war eigentlich, boah, ich muss auf Toilette. Mann, das geht schon wieder viel zu lange hier. 35 Minuten, du. Jetzt zu pushen ist halt immer schwierig, weil erstens bin ich noch nicht da und zweitens 8 Sekunden. Zweitens Alter, die sind schon Level 18, die beiden. Das ist nicht so gut. Zweitens haben die halt Baron, ne? Lebaron. Ein Lebaron. Den würde ich mir gerne getten, aber vielleicht sollten wir erstmal einfach nichts machen und Baron warten. Ihr seid super low, Boys. Oh lol, die intet hier. Oh Lord, er intet.
Bin ich getroffen? Ja. Überlebe ich das? Ja. Cool. Ja, ich bin da. Ja. Frepp. Also der ist auf jeden Fall geslowt. Ich glaube, wir haben gewonnen. Cool. So, machen wir jetzt das hin und so. Zack, 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 zack. Ja, cool. Haben wir gewonnen. Quadra Kill. So wie ich mich kenne, habe ich... Ne, Victor hat den anderen bekommen. Ja, cool. War auf jeden Fall eine richtig coole Runde. Klar, ne? Also, wenig als erstes maxen, Leute. Und außerdem eine Conqueror. 2000 Damage, das ist echt okay. Vor allem, bei Conqueror ist es halt total verwirrend. Das sind nicht nur 2000 Damage, das ist auch 2000 Healing und ein Haufen AD, worum es ja überhaupt am meisten ging, ne? Der AD-Wert wird da nie reinberechnet in Conqueror. Ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung zum neuen Urgott droppen. Ich wünsche euch was. Haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.